Meine Damen und Herren, ein wesentlicher Bestandteil holsteinischer Kultur ist, genau, Selbstkasteiung. Seit vielen, vielen Jahren lädt deshalb die Rheinfelder Rudergemeinschaft zu einem schmerzhaften Ritual. 100 Kilometer auf dem Rheinfelder Herrenteich. Und weil eine Runde nur 3 Kilometer lang ist, muss sich jedes Team 30 1/3 Mal über die Ziellinie kämpfen. Selbstkasteiung hat Tradition in vielen Kulturen, Inke, Azteken, HSV-Fans. Wofür wollt ihr Buße tun? Ich habe es als Teambuilding-Maßnahme deklariert. Ich hoffe, das geht so durch. Nein. Machen Sie das für die gute Ernte oder um den Göttern näher zu sein? Ja, um einfach ein bisschen Bewegung zu kriegen. Zu zeigen, dass man irgendwie doch ziemlich dumm ist. Spaß und eine Freude. Ja? Oder? Mit welchem höheren Ziel? Letztendlich sich selbst zu zerstören. Und los! Die Selbstzerstörer aus Nordrhein-Westfalen trödeln nicht rum, sondern legen einen Rennstart hin, als wäre es eine Kurzstrecke. Und die steigen aus nach 100 Kilometern, als wenn sie nicht gerudert sind. Das ist unglaublich. Als ich die das erste Mal gesehen habe, bin ich vom Glauben gefallen. Perverse. Die Teams, die von Start bis Ziel durchfahren, heißen Elefanten. Aber das machen nur 3 von insgesamt 6. Die anderen fahren Staffel. Staffel oder Elefant? Staffel. Ja. Was stimmt mit den Ruderkollegen nicht, die das am Stück fahren? Unter uns. Die sind zu ehrgeizig. Ja. Einfach zu ehrgeizig. Und die wollen große Sachen machen. Oder die wollen halt wirklich die Triebhaftigkeit und Sinnlichkeit abtöten, um frei zu werden für ein höheres göttliches Gut. Ja, wahrscheinlich. Fröhliches Wunschscheuern am Gesäß. Bis in ein paar Stunden. Danke. Mit 1 Minute Abstand gehen die Boote ins Rennen. Die Besten brauchen ca. 15 Minuten pro Runde. Am Steuer wird alle 3 bis 5 Runden durchgetauscht, damit sich jeder mal erholen kann. Wer dabei schnell ist und nicht kentert, hat einen Vorteil. Das Staffelteam der Uni Kiel legt für den Wechsel am Steg an. Das kostet Zeit. Während die Kieler anlegen, um den Steuermann auszuwechseln, tut es die Renngemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen fliegend, wie der Ruderer sagt. Nicht schlecht, Leute! Viel wichtiger, wie ist eure Strategie für das Entleeren der Blase? Das machen wir während des Steuerns, also wenn es sein muss, ne? Aber anlegen ist bei uns nicht drin. Mit der aufreibenden Langstreckenregatta will der Rheinfelder Ruderverein nicht nur Kopfschütteln oder Bewunderung provozieren. Die 33 Runden auf dem Herrenteich sind PR für den breiten Sport Rudern. Das Regattafeld. Jetzt für die Kamera! Für die Kamera! Ja! Ja! Denn obwohl Rudern effektivstes Ganzkörpertraining an der frischen Luft ist, klagen manche Vereine über Mitgliedermangel. Noch 29 Runden! Weiß jetzt irgendjemand, warum die das machen? Ich habe keine Ahnung. Zeigen Sie mal die Hände bitte. Für einen leidenschaftlichen Ruderer erstaunlich intakte Hände. Also hier, wenn man beachtet die Hornhaut, die könnte mit Flamme und Nadel traktiert werden, ohne dass dieser Mann leidet. Wissen Sie, dass Ihr Gemahl nachher Hände haben wird, mit denen Berührungen nicht mehr schön sind? Das wird nicht so sein, denn die sind jetzt schon so. Wie gehen Sie denn mit diesem jammernden Häufchen Elend um, was dann heute Abend bei Ihnen zu Hause liegt? Der wird sich freuen, der wird glücklich sein und ganz toll schlafen. Das ist ganz klasse. Ganz besonders, weil jener Mann, hier frierend mit grüner Decke, mit seiner Renngemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen in rund 8,5 Stunden schnellster war.